Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel und ich bin leidenschaftlicher Natur- und Astrofotograf. Wenn man anfängt, sich mit Astrofotografie auseinanderzusetzen, dann kommt man relativ schnell zu dem Schluss, dass man sehr viel Geld ausgeben kann. Und so war das eben damals auch bei mir. Und ich habe mir dann überlegt, wie kann ich jetzt mit dem Equipment, das ich schon habe, trotzdem Astrofotografie machen oder wie kann ich da starten? Und ich spreche da nicht von Milchstraßenfotos, sondern wirklich von Deep Sky Aufnahmen. Und ich habe das eben dann über die letzten Jahre hin perfektioniert und verfeinert und das möchte ich dir eben jetzt zeigen. Ja, und wir sehen jetzt nicht sehr viel, weil das ist eben die Originaldatei, wie sie eben aus dem Deep Sky Stack herauskommt. Und so sieht das fertige Bild dann aus, wenn es nachher im Photoshop bearbeitet worden ist. Und wie ich finde, ist das doch ziemlich beeindruckend. Also es sorgt schon bei den Verwandten und Bekannten für einen Wow-Effekt. Und wie gesagt, es ist nur mit dem Stativ, mit dem Teleobjektiv und mit einem normalen Spiegelreflex aufgenommen, also nichts Besonderes. Und ich finde das doch ziemlich cool, was da alles möglich ist. Ein weiteres Beispiel wäre hier der Lagunennebel mit M8 oder der Triffidnebel M20. Und das sind halt Bilder nur mit Stativ und Kamera aufgenommen und finde ich doch ziemlich cool, was da alles möglich ist. Also man muss jetzt nicht zwingend tausende Euro ausgeben, um mit dem Hobby einfach zu starten, sondern ja, das sind eben schon die ersten Schritte, die man machen kann. Hauptsächlich geht es mir eben darum, Leuten auch zu zeigen, wie man mit einfachsten Mitteln trotzdem schon mal coole Bilder machen kann. Natürlich darf man sich jetzt keine Hubble-Bilder oder Bilder von Magazinen erwarten, aber das ist auch gar nicht die Intention jetzt. Sondern es geht darum, herauszufinden, ob das Hobby wirklich etwas für mich ist, weil es ist doch schade, wenn man sehr viel Geld ausgibt und man kommt dann drauf, dass das eigentlich gar nichts für einen ist. Man muss in der Nacht munter bleiben, im Winter ist es saukalt und man friert, die Technik hat man irgendwelche Probleme und. Also man hat da schon eine sehr, sehr steile und große, lange Lernkurve und man muss das natürlich auch mögen, so lange wach zu bleiben oder manchmal geht das auch gar nicht, weil man im Berufsleben steht und man nicht bis um 5 Uhr in der Früh oder 4 in der Früh munter sein kann. Und deswegen ist es eben schade, wenn Leute mit der Astrofotografie beginnen und das eben nach kurzer Zeit wieder aufhören und sind frustriert und verlieren dann vielleicht auch einige hunderte Euro an Geld, weil man das sowieso nicht mehr für den Neupreis dann verkaufen kann, das ganze Equipment, und das ist doch einfach schade. Deswegen habe ich mir eben gedacht, mache ich eben diesen Kurs oder ich möchte dir das eben zeigen, wie ich das mache, und dazu habe ich eben diesen kleinen Videokurs erstellt. Der ist nicht teuer, der kostet um die 30 Euro derzeit, und das möchte ich einfach nur in kurzen Schritten einfach von A bis Z dir zeigen, wie ich das Ganze mache, angefangen von den Programmen bis zu den fertigen Bildbearbeitungen, machen wir jeden Schritt durch. Ich gebe dir auch das Bild, das du eben gerade von der Andromeda-Galaxie gesehen hast. Das ist eben zum Beispiel auch dabei, damit du auch sofort mit mir live das sozusagen 1:1 nachmachen kannst. Es ist dann auch der Workflow als PDF beigelegt, damit du nicht ständig das Video aufmachen musst, wenn du dann wieder ein neues oder selber ein Bild nachbearbeiten möchtest. Und ja, wenn du Fragen hast, kannst du mir gerne eine E-Mail schicken auf teleskopguide@info.net oder du schaust dir einfach nochmal auf teleskopguide.net die ganzen Kursdetails an. Wenn du Fragen hast oder sonst irgendwelche Anliegen hast, dann kannst du mir das gerne mitteilen über diesen Weg. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns im Kurs wiedersehen. Und bis dahin, clear skies!